So Leute, Tag der Abreise, Urlaubstag Nummer 1 startet. Wir fahren los. Wir mussten so ein bisschen das Gepäck noch erweitern, weil minimalistisch ist irgendwie nicht. Der Hänger rappelt voll bis oben hin. Wirklich Oberkante, Unterlippe, mehr geht nicht. Gleich nochmal zur Tanke, 3 Bar drauf machen, dann ist der ready, dann wird er angekoppelt. Ja, als Backup kam hier diese Dachbox noch drauf. Auch rappelvoll bis oben hin, 420 Liter Volumen, aber wie gesagt, mit Backup alleine war es nicht. So, jetzt wird angekoppelt und dann geht's los. So, das gute Stück ist angeschlossen, passt soweit und dann kann es jetzt auch schon losgehen. Pleiten, Pech und Pannen, unser Auto steht hier in der Werkstatt, ein Tag Verzögerung. Die Geschichte dazu gibt es später, wir haben jetzt erstmal einen Leihwagen. So, in den Niederlanden angekommen. Das ist der Leihwagen hier. Neueres Modell und nicht im Braun wie unserer. Naja, also läuft bis hierhin. Ein Tag Verzögerung. Geschichte gibt es dann später nochmal. Ach, es ist ein Driss, ist das. Echt Highlife. Aber naja, jetzt sind wir auf dem Weg. Ja Leute, eigentlich sollte gestern ja Tag 1 sein. Am Sonntag, aber jetzt ist der Montag, Tag 1. Das liegt daran, dass wir gestern losgefahren sind und unser schönes Autochen plötzlich eine Panne hatte. Es ging einfach aus. Scheint dann irgendwas mit dem Schlüssel zu sein oder Zündsensor oder was auch immer. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Leihwagen, Passat in Weiß mit einem Schickimicki. Neuwagen hätte ich natürlich auch gerne, kann ich mir aber nicht erlauben. Ja, wie ihr wisst. Auf dem anderen Kanal, wir sparen ja auf dem Lambo, damit wir Touren drehen können. Und das ist ein neuer Spaß. Und jetzt sind wir hier gerade auf einem Rastplatz, wo auch ein Tierpark ist. Aber das ist so ein Wäldchen. Hier liegen nur irgendwie Kondomverpackungen rum. Also schön, dass heute noch verhütet wird und so, ne? Wichtig. Aber ja, keine Ahnung. Jetzt sind es noch 2 Stunden bis zum Campingplatz. Wie gestern war eine richtige Tortur auf jeden Fall. Es war die Hölle. Man bleibt da stehen. Also gestern Morgen los und dann durch hin und her tingeln. Gestern Abend, spät Abend zu Hause gewesen. Ich musste dann nochmal irgendwie zurück ans Auto, weil wir es vergessen haben. Und dann war ich auch irgendwann um 23, 30 zu Hause oder so. Es ist die Hölle gewesen auf jeden Fall. Hat nicht so viel Spaß gemacht, aber steckt man nicht drin. Jetzt geht es darum, sich den Urlaub nicht zageln zu lassen und ja, es geht weiter. Also, Auto kann dann irgendwie nächste Woche abgeholt werden, das heißt im Urlaub kurz Urlaub abbrechen und dann wieder los. So, das ist der Platz. So, da das eine Nacht- und Nebelaktion gleicht, grundsätzliches Zelt steht erstmal und hier Geraffel, Roller, Stühle, Betten, Roller, was nicht alles, Grill. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Vorzelt. Also es ist erstmal chaosmäßig alles hergerichtet, reiner Männerhaushalt gerade und jetzt wird eine Runde gegrillt. Es gibt rechts Rotwild und links Steaks für die Jungs. Das Ganze gegrillt auf dem Bernhard Jones. Holzkohle ist auf diesem Campingplatz leider nicht erlaubt. So, Delle, mal auf dem Weg das Wasser abchecken. Nur kurz abchecken und mal sehen, was geht. Ich habe etwas Erwartungen, ob die getroffen werden. Eigentlich habe ich nach dieser Anreise gar keine Erwartungen mehr. Und ich kann eigentlich auch gar nicht mehr enttäuscht werden. Also ist wirklich Wahnsinn, aber wir schauen mal. Die Landschaft hier ist schon sehr vielversprechend. Dünen, Sonnenuntergang am Start. Wie war? Okay, okay, man soll 30 Meter Abstand zu den Seehunden halten. Ob die Seehunde sich da auch dran halten, ich weiß ja nicht. So, Wasser, ja. Wohin man guckt. Wasser, Wasser, Wasser. Sonnenuntergang,
am Wasser. Eieiei. Und was haben wir hier? Okay. Einmal im Wasser. Die Flut kommt wieder, das Wasser kommt näher, das geht echt so brachial schnell jetzt. Hier sieht man, wie das Wasser hier eindringt und das geht so rasend schnell. Mit jeder Welle kommt das hier echt angeschossen. Das sieht man schon wieder mit der nächsten Welle und gleich sieht man das gleich, das ist so Wahnsinn. Krass, kein Wunder, dass so oft Leute da überrascht werden. Das ist sehr, sehr, sehr verrückt. Für heute war es das erstmal. Morgen geht's weiter. Mal gucken, was denn so hier noch alles am Start ist. Und ja, dann bis morgen. Thank you.